Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich beschreibe in diesem Video die Bedeutung des Netzinnenwiderstandes ZI und dessen Messung. Der Netzinnenwiderstand ZI hängt unmittelbar mit einem Kurzschluss zusammen, deshalb kommt auch der Kurzschlussstrom hier zur Sprache. Bitte verwechseln Sie die Netzinnenwiderstandmessung ZI nicht mit der Schleifenimpedanzmessung ZS. Beide sind sehr ähnlich und werden sehr häufig miteinander verwechselt. Die Messergebnisse sind auch sehr ähnlich. Der ganze Messvorgang ist wirklich fast identisch. Ich möchte an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden dürfen und vor allem, dass solche Messwerte, wie wir sie hier beschreiben, auch nur von Elektrofachkräften interpretiert werden können. Wir sehen hier eine ganz normale klassische Anlage mit drei Außenleitern, dem Neutralleiter und dem Schutzleiter. Ein Stromkreis wird hier abgegriffen von L3, der Neutralleiter und auch der Schutzleiter wird abgegriffen. Die erste Frage, die sich hier häufig stellt, ist die, an welcher Stelle denn der Netzinnenwiderstand gemessen werden muss. Muss ich zwischen L3 und N messen, muss ich zwischen N und PE messen oder zwischen L3 und PE? Darauf werde ich jetzt näher eingehen. Da das Ganze mit einem Kurzschlussstrom zusammenhängt, werde ich aber zunächst noch einmal die Aufgabe der Sicherung, die hier eingezeichnet ist, erläutern. Sicherungen in elektrischen Anlagen dienen dem Leitungsschutz und dem Personenschutz. Ob der Personenschutz erfüllt ist durch die Wahl der Sicherung, wird mit der Messung der Schleifenimpedanz ZS festgestellt, also nicht mit der Messung, um die es in diesem Video geht. Der Leitungsschutz wiederum bezieht sich darauf, ob die Leitungen vernünftig geschützt werden bei einer Überlastung oder einem Kurzschluss. Eine Überlastung bedeutet, in einem Stromkreis, der maximal mit 16 Ampere abgesichert werden darf, dass zum Beispiel ein Strom von 30 Ampere diesen Stromkreis überlastet. Der Stromkreis würde Schaden nehmen, es kann auch zu Bränden kommen. Und trotzdem soll bei einer Überlastung die Sicherung erst nach einer gewissen Zeit auslösen und nicht etwa sofort. Das hängt damit zusammen, dass Einschaltvorgänge, zum Beispiel von Staubsaugern oder anderen Motoren, häufig hohe Anfangsströme erfordern und daher darf in diesem Fall bei einem Strom von 30 Ampere eben nicht sofort abgeschaltet werden. Anders ist es bei einem Kurzschluss, wenn ich wieder von einem Stromkreis ausgehe, der mit maximal 16 Ampere abgesichert werden darf, würde ein Kurzschluss mit 100 Ampere diesen Stromkreis sofort derartig überlasten, dass es sehr schnell zu Schäden und auch zu Bränden kommen kann. Da muss die Sicherung sehr schnell abschalten. Auch hier möchte ich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich hier von einem Kurzschluss reden werde in diesem Video und nicht etwa von einem Körperschluss. Wenn der zugrunde gelegte Fehler nicht ein Kurzschluss ist, so wie ich den gleich annehmen werde, sondern ein Körperschluss, dann gelten andere Spielregeln und dann muss die Schleifenimpedanz gemessen werden. Dazu habe ich auch ein Video erstellt, das sollten Sie sich in diesem Fall ansehen. Wenn nun ein Kurzschluss auftritt, muss eine schnelle Auslösung der Sicherung gewährleistet sein. Um festzustellen, ob denn die Sicherung schnell auslöst, muss der Netzinnenwiderstand gemessen werden. Der wird hier ZI genannt, hier wird der Buchstabe Z verwendet, obwohl es sich um einen Widerstand handelt. Wenn nun dieser Widerstand, der Netzinnenwiderstand, klein genug ist, dann kann im Falle eines Kurzschlusses ein so großer Strom fließen, dass die elektromagnetische Auslösung des vorgeschalteten Leitungsschutzschalters die Anlage bzw. diesen betroffenen Stromkreis sehr schnell abschaltet. Falls, wie hier angedeutet, der Stromkreis mit einer Schmelzsicherung abgesichert wird, wird dieser hohe Strom auch bei der Schmelzsicherung dazu führen, dass eine schnelle Abschaltung erfolgt. Wir sehen nun hier den Kurzschluss, der ist hier eingezeichnet. Der tritt natürlich zwischen einem Außenleiter und einem Neutralleiter auf, nicht etwa zwischen einem Außenleiter und dem Schutzleiter, denn dann müsste ich von einem Körperschluss sprechen. Davon ist aber hier ausdrücklich nicht die Rede. Es wird also nun hier der Außenleiter L3 in diesem Fall mit dem Neutralleiter kurz geschlossen und es kommt nun zu einem sehr großen Strom auf diesem Weg.
Und ich muss nun den Widerstand dieses hier angedeuteten Gebildes kennen. Denn der Strom, der ja hier über den Außenleiter, über die Fehlerstelle fließt, über den Neutralleiter, wird zum großen Teil über den PEN-Leiter zurückfließen und der Stromkreis ist hier geschlossen. Aber ein Teil des Stromes kann in diesem Fall, es handelt sich hier um ein TNCS-System, natürlich auch über diesen Weg verzweigen, über die Erde und auf dem Weg ebenfalls zum Ausgangspunkt zurückkommen. Gemessen werden muss also der Widerstand dieses Gebildes. Einstreuen möchte ich an dieser Stelle noch, dass Sie, falls Sie nun glauben, dass die RCD an dieser Stelle etwas bewirken kann, das Prinzip der RCD nicht verstanden haben. Sie sollten dann unbedingt das Thema RCD nochmal nacharbeiten. Nun, zwischen welchen Punkten diese Messung nun stattzufinden hat, ergibt sich aus dem, was ich zuvor erklärt habe, ja nun schon fast von allein, da der Kurzschluss zwischen dem Außenleiter L und dem Neutralleiter auftritt, werde ich natürlich auch den Widerstand des Netzes zwischen dem Außenleiter und dem Neutralleiter messen müssen, um den Netzinnenwiderstand zu bestimmen und nicht etwa wie bei der Schleifenimpedanzmessung den Widerstand zwischen L und PE. Es muss also zwischen L und N gemessen werden und ich werde 3 Messungen ausführen, wenn ich das Ganze vernünftig machen möchte, nämlich zwischen L1 und N, L2 und N und L3 und N. Die Messwerte, die dabei rauskommen, müssen in etwa mit den Messwerten, die bei einer Schleifenimpedanzmessung in dieser Anlage vorgenommen werden, übereinstimmen. Denn der Weg des Stromes ist fast der gleiche und somit muss auch die Schleifenimpedanz in etwa gleich sein mit dem Netzinnenwiderstand, den ich hier messe. Sollten hier größere Abweichungen auftreten, stimmt hier etwas nicht. Dann ist entweder die Schleifenimpedanz durch eine schlechte Verbindungsstelle zu groß oder aber der Netzinnenwiderstand ist durch eine schlechte Klemmstelle zu groß. Dann muss ich das unbedingt überprüfen und nachmessen. Die Messung des Netzinnenwiderstandes muss unbedingt mit einem dafür geeigneten Messgerät durchgeführt werden. Diese Messung erfolgt unter Spannung. Das Messgerät wird dabei 2 Messungen durchführen. In der ersten Messung wird das Messgerät den Stromkreis nicht belasten und die Spannung dabei messen. In der zweiten Messung wird das Messgerät den Stromkreis mit 5 Ampere belasten, die Spannung messen und wird dann aus der in der zweiten Messung niedrigeren Spannung den Netzinnenwiderstand berechnen. Natürlich soll der Netzinnenwiderstand möglichst klein sein. Einerseits, damit eben in diesem Fehlerfall die Sicherung schnell abschaltet. Andererseits muss man sich natürlich auch nochmal klar machen, dass ein größerer Netzinnenwiderstand dazu führen würde, dass im regulären Betrieb des Stromkreises natürlich an dem Innenwiderstand des Netzwerkes eine große Leistung unnötigerweise in Wärme umgesetzt würde. Das möchte man natürlich auch nicht. Der Netzinnenwiderstand soll also möglichst klein sein, nach meiner Einschätzung. Ich bin allerdings nicht allzu sehr in der Praxis tätig. Dürften Netzinnenwiderstände unter 1 Ohm als gut einzustufen sein? Werte zwischen 1 Ohm und 2 Ohm sollten auf Plausibilität geprüft werden. Und bei Werten über 2 Ohm muss man sich fragen, ob diese durch besondere Bedingungen zustande kommen und ob das Ganze noch verantwortbar ist. Abschließend möchte ich nun noch ein kleines Beispiel durchrechnen. Ich gehe davon aus, dass ich in einer Anlage einen Netzinnenwiderstand von 1,5 Ohm gemessen habe. Der entsprechende Stromkreis wird mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere geschützt. Und die Frage ist nun, ob dieser Stromkreis in dieser Anlage bei einem Kurzschluss ausreichend geschützt ist. Ein Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere hat einen Abschaltstrom von 80 Ampere. Das kann man aus der entsprechenden Kennlinie ermitteln. Falls Sie nicht wissen, wie das geht, verweise ich hier auf mein Video zur Messung der Schleifenimpedanz im TNCS-System. Dort habe ich auch erläutert, wie man den Abschaltstrom aus der entsprechenden Kennlinie ermittelt. Ich weiß nun also, dass bei einem Strom von 80 Ampere in diesem Fall sicher die elektromagnetische Auslösung des Leitungsschutzschalters zur Wirkung kommt und somit eine schnelle Abschaltung gewährleistet ist. Was ich nun noch überprüfen muss, ist ganz einfach.
Ich muss einfach nur überprüfen, ob denn dieser Strom von 80 Ampere erreicht wird, wenn denn ein Kurzschluss auftritt. Das ist nun, nachdem ich den Netzinnenwiderstand gemessen habe, sehr einfach. Der Stromkreis weist ja eine Spannung von 230 Volt auf. Ich muss also einfach nur noch die 230 Volt durch diese 1,5 Ohm teilen, komme somit auf einen Strom von 153 Ampere. Der übersteigt nun den Abschaltstrom dieser Sicherung bei weitem, sodass ich absolut sicher sein kann, dass eben die elektromagnetische Abschaltung schnell genug abschaltet. Und somit kann ich in diesem Fall davon ausgehen, dass die Anlage durch diese Sicherung ausreichend geschützt wird. Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, dass bei einer Überlastung von etwa 30 Ampere diese Sicherung erst nach etwa 2 Minuten auslösen würde und damit auch dieser Fall als gefährlich einzustufen ist, denn diese Überlastung von 30 Ampere, die vielleicht etwas harmloser klingt als dieser Fall, in dem 153 Ampere fließen, wird für etwa 2 Minuten andauern. Da kann es natürlich auch schon zu Schäden oder sogar zu Bränden kommen. Also auch dieser Fall ist nicht zu unterschätzen. Abschließend nochmal der Hinweis, dass die Gesamtsituation in Anlagen immer nur von Elektrofachkräften richtig beurteilt und eingeschätzt werden kann und dass Laien an solchen Anlagen schlicht nichts zu suchen haben. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Und vor allem danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.